Mit unseren ersten Interviews. Ich begrüße die erste Runde und habe euch ein paar Fragen jetzt vorbereitet. Ihr guckt schon einer euer Zettel. Und dann fangen wir mal in der Reihe an. Ihr dürft euch gerne kurz vorstellen, wie ihr heißt, wann ihr geboren wurdet, also wie alt ihr seid und wo ihr in Gasse 1945 gewohnt habt. Ja, mein Name ist Rudi Klein. Ich bin am 9.12.35 geboren in Langenbrotzelden und wohnte 1945 hier in Gössenheim in der Mühlgasse. Mein Name ist Wilfried Fächer. Ich bin in Gössenheim zur Schule gegangen. Ich bin geboren am 29.11.34 und wohne in der Mühlgasse, frühere Nummer 96. Ich bin die Margot Fächer. Ich bin in Gössenheim in der Bäckergasse geboren, am 6.12.35. Später wohnten wir in der Hauptstraße bei Familie Rüger. Helga Rüger, geboren am 28.11.36 in der Bäckergasse, frühere Bäckergasse 73. Ich heiße Marianne Haas, geborene Fächer. Ich wohne in der Mühlgasse 96. Was noch was? Das ist alles. Und jetzt geistern wir schon wieder. Und vielleicht wie viel Geschwister wart ihr oder wie viele Personen wart ihr im Haus 1945? Also ich war ein Einzelkind und wir waren zu dritt in der Mühlgasse gewohnt. Vier. Ja, finde ich Christus später, ja. Fünf Personen, ja. Ihr wart zu fünft? Fünf, ja. Ihr wart zu fünft, Margot? Wir waren, meine Familie waren so fertig, ich habe noch eine Schwester gehabt. Ah, ja. Schön. Und die Helga? Wir waren drei Personen, mein Bruder Konrad und ich und die Mutter. Bäckergasse 73. Ah ja, danke. Und der Wilfried hat schon gesagt. So, und ihr seid wahrscheinlich alle auch in Gasse in die Schule gegangen, in Gasse, in die Volksschule. Und dann geht's schon weiter mit dem Krieg. Jetzt waren euer Papas, euer Väter, die waren wahrscheinlich alle im Krieg eingezogen oder? Und euer nicht? Er dürfte mal erzählen. Ja, mein Vater war nicht eingezogen bei den Soldaten, weil er in Schweinfurt für Kuhut Wischer gearbeitet hat. Und ja, und da waren sie, ja. Ja, ja, welche? Lauche für die Flugzeuge. Kugellauche. Und Helga, dein Papa, der war im Krieg. Der war in Deutschland und bei Mainz und nachher später bei Trier, bei die Flak. Ah ja. Scheinwerfer. Ah ja. Und Rudi, weißt du, wo dein Papa war? Ja, ich war eigentlich ein ungewolltes Kind. Ah ja. Und mein Vater ist dann im Krieg gefallen. Der ist gefallen, ja. Mein Vater? Er war auch in Schweinfurt bei SKF beschäftigt und er war während der Angriffe und so immer in Schweinfurt in Bereitschaft. Und da haben wir auch gar nicht gewusst, wie Würzburg bombardiert worden ist, ob er noch lebt. Wir haben gemeint, es wäre Schweinfurt dran. Und dann früh um 4 Uhr am anderen Tag ist er von Schweinfurt nach Gössenheim gelaufen, immer der Wern entlang. Ja, das war also dann diese Luftangriffe, das waren ja mehrere Luftangriffe, die auf Schweinfurt. Was los ist bei Schweinfurt, ja.
Genau, diese, also die Angst und die Sorge um die Angehörigen, die war da. Ja, die war da ganz, ganz schlimm, ne? Jawohl. Und dann habe ich jetzt gleich ein nächstes Thema. Wie habt ihr über Nachrichten erfahren, über Kriegsereignisse, über den Krieg? Gab es jetzt eine Zeitung wahrscheinlich, eine Tageszeitung, so wie die Mainpost? Nein. Ich wüsste nicht, dass mir eine Zeitung kommt. Nein, da hat es. Weiß es über einen anderen Volksempfänger. Ja, also Tageszeitungen so wie heute, die Mainpost oder damals das Volksblatt, die gab es nicht, ne? Und das die nächste Frage, das. Volksempfänger. Ja, Volksempfänger. Ob wir jetzt einen gehabt haben, kann ich gar nicht sagen. Aber. Rudi, lass ihn liegen. Wir hatten einen Volksempfänger. Und da hat sich abends dann immer so eine Gruppe gesammelt und die waren um den Radio rumgesessen. Da musste verdunkelt werden, welcher Fliegeralarm und dergleichen. Und das wurde, die haben dann auch einen Sender gehört. Ich wurde da also mal weggeschickt als Bauer. Da haben sie gesagt, geh du mal da hinein, weil sie da einen Sender gehört haben, einen Auslandssender, wie es wirklich aussieht an der Front. Und da haben wir doch, da werden die Ohren ja immer länger, und da hat man doch manches mitgekriegt, wo es gebrennt hat an der Front und wie es da gelaufen ist, in etwa. Aber ich meine, so Tageszeitungen hat damals niemand gehabt, Tageszeitung. Überhaupt auf Land? Nein. Also ich wüsste nicht, was. Und die Schule, weil da hast du ja die Schule, wir sind ja hier. In Gössenheim hatten wir ja die Schule und das haben wir von der 1. bis zur 8. Klasse haben wir die Schule besucht. Und natürlich war während dem Krieg war das schon etwas holprig, die ganze Unterrichtssache. Wir mussten da heizen mit Kohle und wir haben dann den Ofen abgestellt. Dann war das Klassenzimmer verraucht, da war erst einmal die Schule aus, mussten wir raus ins Freie. So lange hatten wir immer wieder Ruhe vor unserem Lehrer. Wir hatten nämlich einen strengen Lehrer, der Steichner. Er war ein guter Lehrer, der hat sich auch um jeden Schüler bemüht, das muss man auch im Nachhinein wirklich sagen. Aber so war das. Und dann nach dem Krieg war das sowieso unterrichtsmäßig laufend andere Lehrer. Die wurden entnazifiziert und dergleichen. Also das war vom Lernen her, war es schon schwierig für uns. Wir waren natürlich froh, wenn ein anderer Lehrer gekommen ist, bis er sich eingearbeitet hatte und dann waren ja dabei so Frauen, mit denen konnte man Schlittschuh fahren, also die konnten sich nicht durchsetzen. Ja. Also, und ja. Ja, das war dann schon nach 45, nach dem Krieg. Ne? Da kamen dann die Aushilfslehrer. Aber vorher war der Steichner. Die Steicherwald, ja. Die Steicherwald und der Steichner. Und war wo die Stiefelhex? Handarbeitslehrerin. Müssen wir nachher. Also müssen wir nachher noch mal klären, war die Stiefelhex war. Also die Lehrer und die Schule. Jawohl. Meine nächste Frage war jetzt, ob aus euren Familien, ob da Onkel oder Geschwister im Krieg gefallen sind oder auch Leute verletzt worden sind bei Tieffliegerangriffen oder bei Bombardierungen. Ich habe jetzt vor anderen Dörfern so wenn gelesen, im Werngrund Mürze an Stee, da oben gab es viele Jachtbomberangriffe. Der Conny hat mir mal erzählt, dass ihn mal so ein Jachtbomber verfolgt hat und dass er da Glück hat, dass er nicht erwischt worden ist. Ja, also dann und wo, weißt du, wo das passiert ist? Da, wo der Holzplatz drin ist, oder wo er auf eine
so ein Stapel Holz gestanden und hat geguckt, wie die da rumfliegen. Ne? Ja. Und die haben scheinbar auch ein wenig zugeguckt, da haben sie gedacht, halt mal, da müssen wir mal hinschießen. Da haben sie noch einen Bege drauf. Ah ja, der ist verwundet. Ja, der Bernhard Bock, ja. Ah ja. Hätte ja sonst, sind aus, aus eurer Familie, sind da Verwandte im Krieg geblieben, gefallen oder verwundet worden? Ja. Mein Onkel und Bade, der ist 1943, ist der gefallen. Weißt du, wo, Rudi? In Russland, also laut Schreiben vom Arztgruppenleiter, der hat ja dann das überbracht. Und er hat gesagt, also er ist durch Kopfschuss, die sind alle durch Kopfschuss ums Leben gekommen, nach dem Schreiben. Ja, ja. Also in Russland. In Russland. Marianne. Ein Cousin von mir, von Zellingen, der ist auch im Krieg geblieben. Weißt du, wo der gefallen ist? Der war in Russland, aber wo, weiß ich nicht. Und mein Vater, der ist im Lazarett, unten in Scheuern, an der Lahn, ja, bei Nassau. Der ist bei Trier verwundet worden und haben sie nachher da rauf an der Lahn. Da haben wir ein Lazarett. Das war vor dem Krieg ein Behindertenheim. Ja. Und das ist aufgelöst worden, ist ein Lazarett reingekommen. Und da drin ist er gestorben, am 18. April. Und im Dezember haben wir die Nachricht gekriegt. War in Deutschland und hat es keiner gewusst. Nein. Das war 1945. Ja, bei uns war es der Onkel Heinrich und Walter Glübenspiel, sein Vater. Aber ja, wo der, weiß ich nicht. Nein, das weiß ich nicht. Ja, mein Onkel, der ist in der Ukraine. Von meinem Vater, der Bruder, der war da unten in Serbien, Rumänien erst. Und dann war er auf die Krim und ist da ums Leben gekommen. Und die nächste Frage ist jetzt, hattet ihr oder auch die Nachbarn in der Mühlgasse, die Mühlgasse hat ja gebrannt, muss ich das Mikrofon näher an meinen Mund, dass man mich hört, in der Mühlgasse hat es ja Senior Shania Roh gebrannt, durch den Beschuss von der Amerikaner und jetzt müssen wir wieder die Reihe nach. Ja, das ist durch die Flieger, wir mussten ja hinten bei der First, es war ein Keller, und da drin haben wir dann übernachtet oder haben uns geflüchtet da rein. Auf der Kartoffel, da sind Betten gemacht worden, also Betten in Anführungszeichen, dass wir eben etwas Schutz hatten vor den Luftangriffen. Und bei so einem Luftangriff, da wurde dann die ganze Ecke dahinter mit dem Toni, bei euch, die Schreierische Scheune, die Köpfitz. Die Scheune ist extra, die ist auch von dem Flieger. Aber extra ja, und die Soldaten auch im Keller und auf einmal und da hat einer gerufen, geht raus, es brennt bei euch. Und da waren die Tieflieger, unsere Scheune, die war recht hoch. Ja. Und da haben die guten Angriff gehabt und haben da reingeschossen und es ist losgegangen. Ah ja, das ist dann aber schon umgebrannt. Ja. Und dann ist. Nein, ja. 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 Also die ist dann. Die Tieflieger, also das vorhin in der Marge war, wie die Scheune gebrannt haben, die erste. Da waren bei Bertz Willi waren Soldaten im Hof. Das waren deutsche Soldaten. Ja, ja. Und haben mit Karabinen nach der geschossen. Und die haben sich gedreht und haben dann Brandpumpe geworfen und dann sind die Scheune in Brand geraten. Ja, so steht es auch im Theo sein Buch drin. Der Theo schreibt, dass die Adelsberg bombardiert haben und von Adelsberg rückgeflogen sind und die deutschen Soldaten hätten die dann beschossen vor Gasse aus und das war dann vom Bertz Willi sein Hof aus. Das steht jetzt so genau im Theo sein Buch nicht drin. Bei uns im Keller waren ja fast die ganze Mühlgasse. Ja. Und auf einmal kommt der Viktor, Amersbach Viktor, kommt rübergerannt und sagt, das brennt, geht raus, helft euch. Das weiß ich noch alles. Mhm. Wenn wir raus wollen, da waren die Soldaten rausgestanden und haben gesagt, mach, dass er wieder in den Keller kommt. Die sind noch droben, die,
Die schießen dann noch euch noch, oder? Ja. Da sind wir wieder in den Keller gerannt. Ja. Und die nächste Frage wäre jetzt gewasst, wie dann mit dem Löschen, mit der Feuerwehr. Gab's da in Gasse noch Feuerwehrmänner, die dann, ja. Die gab es da? Also viel Frauen? Ja, aber wer? Ich weiß nicht. Die Förster ist aus. Ja, die Kaisers, die Frieda. Ja, Kaisers Frieda. Und halt in der Elke, die waren ja bei der Feuerwehr. Die Frauen haben dann den Feuerwehrdienst übernommen, ne? Waren ja keine Männer da. Und das war die. Das war ja eine Kübelspritze, die hatte ja einen Behälter gehabt und der musste mit Eimer befüllt werden. Und da wurde dann eine Menschenkette gebildet mit der Eimer und ist das, dass eben die Feuerwehrspritze damit befüllt worden ist. Von der Wernkohl und dann zwei oder vier Mann mussten dann Bump, ja, um diese Bumpe eben den Druck zu erzeugen zum Löschen. Wie die Ami reisen und da haben die oben vom Hügel aus reingeschossen mit dem Panzer und haben beim Ring in die Scheune reingeschossen. Und da ist kein Wasser, nichts und da haben die Leute vom Gemeindebrunnen mit Eimer und Butter das Wasser aufgetragen zum Löschen. Ich sehe heute noch meine Mutter, wie die mit der Butter das Wasser aufgetragen hat. Zu dem Ring sei schon, ne? Wie die Roge brennt ist. Und da ist der Papa und der Heinrich und der Adolf, die sind nachher drauf und haben helfen löschen. Hat es geheißen, beim Ring haben sie reingeschossen, weil sie sich nicht ergeben wollte. Und dann hat jemand, ein Junge, hat sein Hemd rausgezogen und hat es ausgehängt. Also wo in dem Haus da oben war, wir haben Armenhaus oder wie das geheißen hat. Ja, Gemeindehaus, ne? Und da hat jemand sein Hemd rausgezogen und dann haben sie aufgehört. Ja. Ja, wir haben ja als Kinder, waren wir ja unter am Sägewerk, da konnten wir die Riegelbachen aufschauen am Wald. Und da ist tagelang ein Schiff immer vorgefahren, wieder zurück. Ein paar Mal da vorgefahren, wieder zurück. Ne? Und dann war ja das Größte, es muss eine Panzersperre gebaut werden. Und die war da ungefähr vom Mannerschaftsfräserhaus. Ja. Haben sie von Sägewerk Eichenstämme geholt. Ja. Haben sie da rein. Also Panzersperre mit der Tor, ne, wo die Hälfte dazu war. Ja, die Amis sind gekommen, die Panzersperre war natürlich auf. Ne. Das hat ja sowieso nichts genutzt. Ja. Auf einmal hat es geheißen, also die Panzersperre muss weg, sonst werden ein paar erschossen. Und da ist der Fürst Hannes, der Stimmvater von Fürst Joffer, ist mit den Dänen auf, da war ich noch dabei als Bauer, Kälte drüben gemacht, Hür und auf Seite hingeschmissen. Das war die Panzersperre. Sie wollten so gut die Dreschmaschine aufstehen und querstellen. Dass die Panzer nicht reinkommen. Und da hat Heinrich gesagt, das geht nicht. Die Dreschmaschine ist für die Bevölkerung, ist Eigentum der Bauern, dieser Genossenschaft. Und es wird nicht gemacht. Und dann mussten sie die BEM umlegen, mussten sie drüber tun. Die Dreschmaschine ist dann nicht zum Einsatz gekommen. Volkssturm hat sie bewacht. Ja, der Papa, jede Nacht hat er dann aufgemüsst. Ja, und man musste da, und habe ich gesagt, so ein Blödsinn, die fahren mit ihrem Panzer wieder und ich setze dir mitsamt die Panzer fort, mit dem Ding, die Sperre. Spannende Sache, jetzt müssen wir wieder eine kurze Pause machen, bis wir dann zu den Amerikanern kommen, wie die dann das Hüchelero sind. So. Es geht weiter mit der Ankunft der Amerikaner. Die Amerikaner, hätte ich vorhin erzählt, die waren also schon ein paar Tage lang oben Stange, Schreckfeld, sind die hier und her gefahren. Die BEM, es war ja früher, war noch kein Laber, die BEM.
Und da hat man das ja gesehen, wie die da hier und her gefahren sind. Aber das dürft ihr jetzt alles erzählen, wie die Amerikaner, die Panzersperre hatten wir vorher schon mal kurz gehabt, wie die Amerikaner dann zu Gasse nahe sind. Und die, eure erste Begegnung mit den Amerikanern, da dürft ihr Marianne auffangen. Naja, halt das. Naja, wir haben da über die Straße gestanden und jeder hat eine Weißtasche durchgeholt und hat gewunken. Ne? Und wenn sie auf uns zugefahren sind, dann sind wir natürlich nicht durchgegangen, wenn wir da Angst hatten. Aber was soll's? Das war beim Einmarsch, ja, und das war auch, da haben wir das erste Mal und die ersten Neger gesehen. Ja, und die sind ja dann mit der Panzer da oben reingerauscht. Und wenn wir standen da am Straßenrand, da haben die also mal so einen Rucker gemacht. Ne? Ja, dann sind wir natürlich auf der Seite gesprungen. Das war ja auch nur, die wollten uns nicht überfahren, aber man weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn wir nicht weggeköpft wären. Ne? Aber die Hauptstraße muss man für die Zuhörer, Zuschauer sagen, im Internet, die Hauptstraße war ja früher viel, viel enger, die Kurve ja, beim Platz. Ja. Bei jetzt muss ich wieder das Mikrofon ab. Die Hauptstraße war ja viel engere Kurve als heute. Da waren ja noch die Schosters, die ganze Anwese da und Kunnels, die waren ja alle noch, war ja ganz enge Kurve. Ja, jawohl. Wilfried, ich gebe es mal dir weiter. Wenn die beim Platz um die Kurve gefahren sind, dann mit ihrer Panzer und der Graube, also wo sie gefahren sind, immer rum und dort immer den Dreck rausgehauen, den Schotter und alles. Das ist immer tiefer geworden, da war bis einen halben Meter tief. War da der Graube. Und ja, wir waren halt da oben gestanden und da sind halt so ein paar Steine geflogen. Flogen auch, ne? Wir waren hier direkt an der Hauptstraße und wir haben zum Fenster rausgeguckt und da sind halt die ersten Panzer vorbei mit Neger. Die haben wir also allererst einmal gesehen, wie die aussehen. Wir haben uns gefürchtet. Die weißen Zähne und die Augen und wie sie da aus seiner Panzer rausgeguckt haben. Und dann später, dann haben sie also mal einen Kaugummi rausgereicht. Ein Kaugummi und einen Keks. Da waren wir hoch erfreut, wie wir also mal was gekriegt haben. Ne? Ja, wie die Amerikaner dann weitergezogen durch die Straßen. Ja. Und naja, wir haben immer Schoklit gerufen, Schoklit, Schoklit. Und dann sind sie ja gekommen mal, bin ich im Hof gewesen. Da haben sie, wir haben noch einen Brunnen gehabt, weil ja Küssenheim noch keine Wasserleitung hatte. Und da waren sie zu dritt. Einer hat den Stahlen hingehängt, kalten, der andere gepumpt. Und der dritte ist natürlich mir immer mit die Knarre nach, neugierig war ich, schnell dorthin und schnell dorthin. Naja, habe ich gedacht, habe es dann erzählt. Da haben sie gelacht, haben gesagt, die Amerikaner wären ein bisschen Hosenscheiße gewesen. Weiß es nicht, ob es stimmt. So war das halt. Aber ich bin ja heute noch nicht groß, also mit 9 Jahren war ich da. Ja, da sind wir immer, na, ich habe halt Neugier und dann bin ich halt in der Ecke mal rein und mal da hin, weil das mich gar nicht interessiert hat. Ich habe nicht Angst gehabt. Aber ich wollte halt sehen, was die machen, weil die gepumpt haben und der hat den Stahl gehandelt. Na ja, so war das. Und da ist die nächste kurze Frage. Ihr hättet ja wahrscheinlich alle miteinander in der Schule kein Englisch gelernt. Und da hat man sich dann mit den Amerikanern mit Händ und Fürs verständigt, wahrscheinlich. Ne? Da, Englisch konntet ihr noch nicht. Und Und eine, das haben wir noch, die Frage habe ich auch noch, ja, wie ihr die Sprengung der Wernbrücke und nicht nur der Wernbrücke, auch die über die Eisenbahnbrücke, die sind miteinander gesprengt worden, aber das erzählt immer besser. Ja gut, ich meine, da ist wohl gemunkelt worden, dass die Brücken gesprengt werden, aber gut, das Volk, die haben eigentlich gar nichts davon
gewusst oder mitgekriegt, aber das haben die eben, die Wehrmacht hat das bestimmt. Und die mussten eben dann diese Brücken sprengen. Aber ich meine, das war ja kein so großes Hindernis, durch dem, dass die Wehren da unten so flach war. Und da sind die Panzer halt da unten reingefahren. Das waren halt, die haben gemeint, sie könnten sie aufhalten durch die Sprengung. Ja. Also das war überhaupt kein Thema. Diese von welchen? Ja. Da haben sie zugeguckt, die Armee. Ja, wir haben das mit. Ja, die sind da bei Daubelstange, ne? Sind sie hier und her gefahren, da haben die gesehen, wie die Brücke in die Höhe geflogen sind. Da sind drei Soldaten also vor die Brücke hochgekommen, da so beim Fürst. Und da haben sie gesagt, Leute, sind die Armee da droben. Die haben jetzt zugeguckt. Da haben wir die, weißt du, die Bärer ein Zeug gegeben, ein wenig alte Kleider, dass die sich irgendwo im Wald umgezogen haben, dass kein Mensch mehr, ob sie Soldaten sind oder nicht, ne? Dass die sich verkleiden konnten, ne? Und sind auch in den Kastenberg auf Busse hingekommen sind, weiß man nicht, ne? Ja. Den, damals, wie sie eingezogen sind, und dann sind sie, wo wir da gewohnt haben, was habt ihr für Hausnummer da draußen? Ja, also bei Rüche Heinrich, da waren sie vorne dran gestanden und da, wo die Apotheke ihr Haus ist, da war noch ein Kleeacker, haben die Götze gehabt und das war zu. Und da waren die mit ihr Panzer dort gestanden und haben über die Grübe geschossen, weil da drüber noch deutsche Lanzer waren. Die haben sie entdeckt. Aber wie der Panzer da geschossen hat, da hat das Haus gewackelt. Da waren also noch über die Grübe. Ja, drüber die Grübe, ja, waren noch die Lanzer, die deutschen Lanzer. Ja, waren noch deutsche Soldaten. Und die Amerikaner haben die beschossen? Ja, die haben dann übergeschossen mit ihrem Panzer. Ah ja. Ne? Die haben dann übergeschossen. Also, ich bin aus dem Keller raus. Ich habe gedacht, das Haus fällt jetzt ein. Ja? Ja, dann waren wir bei der. Jetzt die Frage jetzt, die deutsche Soldaten, waren da jetzt, sind in Gasse dann deutsche Soldaten in Gefangenschaft? Nein. Weiß man nicht. Die waren alle. Nein, wir haben nur gesagt. Ein Reiter wäre noch einmal gekommen, also kurz vor, dass die Armee sind. Ja. Und da hat gesagt, so, jetzt seid ihr gleich befreit und ist zum Dorf raus und kurz danach sind die Armee gekommen. Ah ja. Also da gab es in Gasse dann keine Kampfhandlungen und nur die eine Panzergranate, wo beim Renkner die Schanai ist. Und so ist doch erst, ne? Das war dann. Da hat das Kaiser hängt was raus. Und dann haben sie sich ergeben und jemand, also so haben sie gesagt, hat jemand sein. Der Toni und die Elli, die sind auf. Der Toni und die Fürst Elli, die sind auf, einen Saalgraben auf mit der weißen Fahne. Ja, weil auf der Hauptstraße haben sie sich nicht getraut, weil sie sonst von der Bevölkerung gesteinigt worden wären, von einem Teil. Weil das ist ja, weiße Fahne ist ergeben. Und hier sind sie in Saalgraben aufgelaufen mit der weißen Fahne. Das hat jemand